Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zur nächsten Runde der Krokgar Echsenmenschen Kampagne. Wir haben unfassbar starke Echsenmenschen, die gerade den Schrein des Kain belagern. 55 Nahkampfangriff, 82 Nahkampfabwehr. Unglaublich, weil wir gerade irgendwie plus 8 Angriff und Abwehr haben, wegen den verzauberten Klingen. Unser Gegner hat also absolut keine Chance. Und wir müssen den Kampf auch nicht von alleine kämpfen. Das ist langweilig. Wir werden nur die ganze Zeit von diesen Bogenschützen gekitet werden. Deswegen machen wir es automatisch. Bam! Unser Gegner ist tot. Sehr gut. Bisschen geplündert haben wir auch noch. Sehr schön. Und diesmal plünder und besetze ich's. Wegen den 2000 lassen wir uns nicht um einen Zug hier nochmal Rettungszauber plus 9%. Super. Wir lassen uns jetzt nicht hier verlangsamen. Wir gehen einfach durch. Was ist das? Schrein des Witwenmachers. Ah, das ist gar nicht übel. Ja, reißen wir es ab. Kann eh nichts damit anfangen. Oder? Ne, vier Züge bis zum Ausguck des Kings. Dann haben wir erst keine Mauer. Das dauert viel zu lange. Wir haben allerdings... Können wir eigentlich irgendwie Ritualressource haben? Ja. Das dauert 10 Züge, das zu bauen. Puh. Ja, nee. Nee, Leute. Nee. Das habe ich jetzt erobert. Wir machen uns dann weiter auf den Weg. Und plündern den Rest der Hochelfen. Wo ist die nächste Ritualstätte? Wir können vielleicht sogar hier nach innen reingehen. Zum Phönixtor. Das ist ja tatsächlich ein Tor. Cool. Wow, das ist auch eine starke Garnison. So, da kann ich doch einfach vorbeilaufen. Na, nicht so richtig. Ja, dann da. Lass den Haufen mal in Ruhe. Ist mir auch egal. Und gehen weiter in diese Richtung. Klar, auch die Ritualressource dort wird er sich innerhalb kürzester Zeit wahrscheinlich wieder zurückholen. Aber das macht nichts. Meine Güte, Weißspitz und das hohe Tal sind auch ah ne, sind nicht entdeckt worden. Aber es sind Ruinen? Ich habe echt das Gefühl, dass die Hochelfen Probleme haben. Gut, ihr wisst ja, dass Thor Elassor letztens uns den Nicht-Angriffspakt gekündigt hat. Völlig unprovoziert. Und deswegen gehen wir jetzt hier auf die Insel. Ne? Komm. Gut. Dann kommt unser Priester hier rein. Und jetzt greifen wir Thor Elassor an. Deren Verbündete sind einmal letzte Verteidiger und Thor Elassor. Eure Verbündete... Moment mal. What? Graubarts Prospektoren sind ihre militärische Verbündete, aber ich habe eine defensive Verbündete. Ja, mal sehen, ob uns unsere die Prospektoren in den Rücken fallen. Wahrscheinlich ja. Whatever. Krieg erklärt. Beigetreten, Graubarts Prospektoren und die Zwerge von Sotex Rücken. Tja. Sei es drum. Sei es drum. Den machen wir automatisch. Ist gut gelaufen. Wow. Ha, gesegnete Sauruskrieger mit 199 Kills. Sehr schön. Wir plündern und besetzen das ganze Ding. Oder vielleicht nur besetzen mit 20. 12.000 können wir, glaube ich, gut gebrauchen. Können wir schon wieder eine Interventionsstreitmacht finanzieren mit dem Geld. Hier müssen wir reparieren. Oh, hier haben wir sowieso schon ein Gebäude, was uns Geld einbringt. Reparieren tun wir es erstmal nicht, das brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Das brauchen wir auch nicht. Das können wir eigentlich gleich abreißen, das Gebäude. Das hier lassen wir sich von selbst reparieren, genau wie das.
Und hier bauen wir eigentlich so schnell wie möglich eine Mauer hin. Brauchen wir dieses Gebäude hier, öffentliche Ordnung plus 2, schon okay. Bauen wir hier eine Mauer hin. Beziehungsweise eine stärkere Garnison. Unsere Armee lassen wir hier zum Regenerieren für ein, zwei Züge und dann gehen wir weiter. Was brauchen wir noch? Wir brauchen... Hier sind sowieso nur Sauruskrieger und Chamäleon-Skinks. Dann packen wir Punkte in öffentliche Ordnung. Gut. Sehr gut. Grippenest müssen wir trotzdem weiter verteidigen. Führt kein Weg dran vorbei. Nicht, dass wir schon wieder irgendeine Armee vergessen. Den haben wir schon bewegt. Den haben wir bewegt. Ah, Oken Alak hätte ich fast vergessen. Vielleicht wollen die Zwerge jetzt gleich wieder Frieden mit mir machen. Mal sehen. Nein. Das ist schade. Das senkt auch unser Einkommen. Ist gar nicht so sehr gesenkt worden dadurch. Vielleicht werden wir dann tatsächlich nochmal eine Armee brauchen, das uns gegen die Zwerge schützt. Das wäre nicht gut. Okay, was machen wir hier bei Camry? Camry hat eine gute... Und der schwarze Turm des Arkan hat auch eine gute Garnison. Nee, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr öffentliche Ordnung in dem Bereich. Wir holen uns den für plus 10% Einkommen. Camry wollen wir unter keinen Umständen vom Gegner überrannt sehen lassen. Dann nehmen wir die Kraftfeldmauern. Was machen wir noch? Wir könnten Handelsressourcen bringen uns ja eher weniger momentan. Und Geld. Geld, Geld, Geld. Können wir noch irgendwas nehmen, was mehr Geld bringt? Hier, Unverdorbenheit plus 6%. Das wäre gut. Weil hier so viel Verdorbenheit herrscht. Galbaras kann auch weiter aufgelevelt werden. Sehr gut. Und dann sind wir jetzt hier... Ah, wir sind jetzt am... Nee, noch nicht ganz am Maximum angekommen. Okay. Oh, Karakzorn kann auch weiter aufgelevelt werden. Die Frage ist, was bringt's? Wir können das hier aufleveln, hier den Magnetstein für mehr Einkommen aus der Region des 3000 hier in dem Bereich. Ja, das wird sich schon lohnen. Machen wir. Unser Mahlstromritual ist verfügbar. Schlangenköstlich können wir auch wieder aufleveln. Wir warten noch, bis wir beim Goldenen Turm eine Mauer haben. Dann legen wir mit dem nächsten Ritual los. Ja, beziehungsweise wir müssen eigentlich erstmal die hier aufräumen. Und dann kann es weitergehen. Hier ist alles okay. Gut. Ich fühle mich echt bedroht von allen Seiten. Irgendwie kommen die Dunkelelfen nicht mehr so richtig voran. Jetzt, wo die Dawi mit mir Krieg anfangen wollen, oh je. Habe ich ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ja, wir werden sehen, was passiert. Time is of the essence. Wir haben echt nicht viel Zeit, irgendwas zu tun. Und hier kommt schon die nächste Armee des Gegners. Vielleicht können wir intervenieren und die Festung der Morgendämmerung überrennen, bevor der Gegner was tut. Dass wir noch... Okay, nee, wir brauchen was Panzerbrechendes. Wir brauchen was Panzerbrechendes, aber etwas, das auch noch günstig ist. Die wilden Bastilladons taugen eigentlich was dafür. Nehmen wir mal zwei von denen. Nehmen wir mal drei. Drei wilde Bastilladons als panzerbrechende Truppen. Na, wie wär's mit vier? Okay. Das sollte reichen. Dann werden wir alles stoppen können, was von der Seite kommt. Gut, ab in den nächsten Zug. Okay, ich fühl mich wirklich bedroht momentan. Vor allem, weil die Zwerge jetzt anfangen, mit uns eventuell in den Krieg zu gehen und wir momentan leider nichts haben, das uns dort in der Nähe helfen kann.
Wir werden sehen, was passiert. Aber ich denke trotzdem, dass diese Angriffsaktion von Krog gar höchstpersönlich sehr, sehr gut war. Selbst wenn Kroggar jetzt draufgehen sollte mit seiner Armee, der kommt immer wieder zurück, wird sich's gelohnt haben. Ich sehe schon die Kommentare. Greif nicht deine Verbündeten an. Ja, tue ich ja nicht. Ich greife nur die Leute an, die nicht meine Verbündeten sind, sondern so ein bisschen meine Feinde. Oh. Dunkelelfen! Dunkelelfen vor unserer Nase! Sehr gut, die können sich ruhig mit den Hochelfen den Kopf einschlagen. Gut, Zwerge von Sotex Rücken. Wie interessant, dass Zwerge zu Sotex gehören. Okay, was ist das? Nehmt 800 Kriegsgefangene, das kriegen wir hin. Sieht so aus, als wären auch die Chaos-Streitmacht niedergemacht worden. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn hier passiert? Angeblich ist Walls Ambus durch die Mangel gedreht worden. Und hier wurde eine Ruine draus gemacht. Oh, die Hochelfen leiden gerade. Eindeutig. So viel steht fest. Die Hochelfen haben gerade ein Problem. Und ihr, seid ihr die Hauptdunkelelfen? Nee, ihr seid nur irgendwelche Nebendunkelelfen. Hier können wir gestohlen bleiben. Hier können wir gestohlen bleiben. Wir gehen einfach weiter. Ich hätte gerne den Schatz, aber dafür haben wir keine Zeit. Vielleicht haben wir Glück und die rebellieren ja sogar. So, und jetzt sollen wir rennen. Ist hier eine Brücke? Da ist eine Brücke, oder? Ja. Ah, rennen wir trotzdem, nur zur Sicherheit. Gut, da machen wir mehr platt. Damit haben wir die Hochelfen schon mal verlangsamt, was ihr Ritual angeht. Hier machen sie immer nur noch Mist. Gut, Tor Elazor. Hier läuft es gerade gut. Unsere Streitmacht können wir gleich weiterschicken. Die Garnisonen sind ganz okay, aber die kriegen wir trotzdem kaputt. Und ja, die öffentliche Ordnung, die ist halt nicht ganz so toll, aber es macht nichts. Wir müssen auf jeden Fall so schnell weitergehen wie möglich. Hier hat er eine Kriegshalle, hier hat er Rekrutierung, Ressourcenproduktion. Okay, das ist alles nicht so tragisch. Können wir landen? Nein, wo geht die hin? Mist. Ja, okay, dann erleiden wir jetzt ein bisschen Verluste. Sei es drum, können wir verkraften. Dann bauen wir was, um die öffentliche Ordnung zu erhöhen. So. Gut. Gut, gut, gut. Hier werden wir die nach der Rekrutierung dieser wilden Bastilladons rübergehen und die Festung der Morgendämmerung einnehmen. Dann gehört uns der ganze Spaß hier in der Gegend. Dämmerlicht sieht auch wieder ganz gut aus. Schlangenküste, leveln wir auch auf, das hat sich in 10 Zügen amortisiert. Und dann holen wir uns eine Mauer. Markierungsstein wäre natürlich gut, aber unser Einkommen ist auch so toll. Dann kommt nur das Chaos immer und immer wieder und nervt. Das können wir nicht gebrauchen. So, ihr seid da. Wahrscheinlich genau zum richtigen Zeitpunkt, um zu sehen, wie die Zwerge uns in den Rücken fallen, ha? Naja. Sei es drum. Sei es drum. Ich glaube nicht, dass ich die hier brauchen werde. Stattdessen schicke ich sie lieber auch hier in den Südwesten. In den Kampf gegen die Hochelfen.
Vielleicht kann ich sie sogar benutzen, um hier noch diese eine grausige Fracht aufzusammeln auf dem Weg dorthin. Ah ne, Moment, ich wollte doch das Ramalstrom-Ritual durchführen. Ja. Wollen wir auch machen. Ich bin so zerstreut, tut mir leid. Wollen wir auch machen, aber... Eins nach dem anderen. Gut, alle unsere Armeen sind bewegt. Hier greifen wir im nächsten Zug an. Passt. Oder kann ich hier eventuell gar nicht hochgehen? Doch, hier konnte ich auch hochgehen. Muss das hier eigentlich auch gehen? Okay. Ab in den nächsten Zug. Angeblich ist Lothern immer noch deutlich stärker als wir, wenn wir diesem Balken hier oben Vertrauen schenken dürfen. Und vermutlich stimmt das auch. So viele Armeen, wie er hat. Oh nein, er erobert den Schrein des Kain wieder. Aber erst im nächsten Zug. Und mit etwas Glück machen ihm dann die Dunkelelfen von der anderen Seite Ärger. Das wäre schön. Und dann werden, glaube ich, aus diesen Hochelfen wird dann ein Sandwich gemacht. Und Sandwiches schmecken köstlich. Vor allem, wenn sie aus Hochelfen bestehen. Sagen jedenfalls 9 von 10 Exensaurus-Kriegern. Ihr fragt euch, was wollen wir, was mag der Restliche? Die restlichen 1 von 10? Wow. Ach du Schande. Schwarze Garde von Nagaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Oh Mann, gegen die will ich nicht kämpfen. Oh ja, ihr kämpft um den Schrein des Kain. Genauso will ich das sehen. Genauso will ich das sehen. Perfekt. Und das ist auch keine der Fraktionen, die beteiligt sind am Rennen um das Ritual. Deswegen sind wir dann eigentlich auf relativ... Sind wir auf Nummer sicher, glaube ich. Die wissen ja auch nicht, was sie tun sollen. Ich hoffe, ich kann mittlerweile wieder Frieden mit Graubarts Prospektoren machen. Das wäre schön. Das erinnert mich irgendwie an meine Mortal Empires Kampagne mit den Scalingern, die alles bedrohen. Oh ja, Einkommen aus Städten plus 15%, sehr gut. Was nehmen wir als nächstes? Bessere Kampfechsen, Wachstum plus 15, Handelseinkommen, Wachstum, Baukosten, Unverdorbenheit plus 2, Siedlung durch, Einkommen durch Plündern, das ist gut. Verluste, Verstärkungsrate plus 20%, Einkommen aus Minen sowie Steinbrüchen. Nehmen wir mal... Na, wo ist es? Unverdorbenheit plus 2 ist, glaube ich, ganz gut. Nehmen wir das mal. Erstmal. Gut. Und ihr gehört uns. Bye-bye. Plündern wir diesmal nicht. Wir besetzen sie diesmal einfach nur. Ich will ja keine Rebellion haben. Jedenfalls nicht so schnell. Wow, was ist das denn hier? Winzige besetzte Elfenkolonie. Interessant. Gib mir eine Menge Einkommen. Das ist gut. Brauchen wir das? Das brauchen wir nicht. Wir wollen hier lieber öffentliche Ordnung. Dann leveln wir uns hier auf. Flinkheit der Echsen, Schuss der... der ist gut, den wollen wir haben. Sobald es möglich ist. Fangen wir lieber nochmal einen Punkt in öffentliche Ordnung. Können wir gerade sehr gut gebrauchen. Was ist mit unserem Zauberer? Geben wir ihm nochmal den Windstoß. Weil der super gut ist.
So. Und den Turm der Sterne, den holen wir uns so schnell wie möglich. So, im nächsten Zug gehen wir sofort weiter und schnappen uns den. Dann gibt es vielleicht eine Rebellion, aber die Rebellion gibt es eh nur hier in der Hauptstadtregion. Also gar kein Problem. Gut. Gut, 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 gut. Das lassen wir von selbst reparieren. Wir haben nämlich gar kein Geld mehr. Wo ist unser ganzes Geld hin? Na so. Wahrscheinlich in die wilden Bastilodons Gefahr gegangen. Okay, Leute. Vielleicht können wir die Festung der Morgendämmerung überrennen. Obwohl, die haben ganz schön viel Garnison. Aber man kann es ja mal probieren. Ihr holt euch hier mal den Schatz. Und unterstützt dann auch im Süden. Dämmerlicht kann weiter ausgebaut werden. Dann haben wir allerdings fast kein Geld mehr. Hier sieht auch momentan alles okay aus. Oh, hier ist ein Schatz, aber da kommen wir nicht ran. Leider. Camry sieht auch gut aus. Hier bitte auch mehr Geld. Gut, gut, gut. Öffentliche Ordnung minus 1. Liegt wahrscheinlich hauptsächlich an der Korruption. Aber es dauert ewig, bis hier was Schlimmeres passiert. Wenigstens sinkt die Korruption, aber... Untote, ne? Untote. Nervig. Habe ich hier oben schon meine Aktion durchgeführt? Nein, noch nicht. Wir brauchen nämlich Geld, Leute. Wir brauchen noch mehr Geld und wir holen es uns. So. Ihr gehört uns. Plündern und besetzen. Wir brauchen nämlich das Geld. Noch mehr Bewegungsreichweite. So, Schrein des Kain, Tor Anleck haben wir erobert. Können wir irgendwas bauen, was die Gegner nervt? Eigentlich nicht. Aber wir haben es gut kaputt gemacht alles. Perfekt, im nächsten Zug geht es wieder weiter. Das Kingpriester, du guckst mal hier rechts, ob irgendein Gegner sich momentan unangenehm nah an uns annähert. Nein, sehr gut. Und was mit euch Zwerge, mögt ihr mich jetzt vielleicht wieder? Minus 142, boah, aber es verbessert sich wenigstens. Gebrochenes Abkommen mit den Graubärten, aber die werden schon wieder rumkommen und Frieden mit mir machen wollen. Hoffe ich jedenfalls. Aber ich bin sehr froh, wenn diese Problemstelle hier im Süden erledigt ist. Okay, die Hochelfen. So wie es aussieht, kann sie niemand am Ritual hindern, oder? Sie haben noch 2 Züge Zeit. Sie wurden hier zwar ordentlich durch die Mangel gedreht, aber es hat nicht gereicht, um sie zu vernichten. Aber die Dunkelelfen, die kommen nicht weiter. Die kommen nicht weiter. Ich verstehe nicht, warum. Das heißt, fürs nächste Ritual muss eine unserer Armeen bereit sein, um den Gegner selbst anzugreifen. Jetzt holen wir uns noch die Schätze hier. Gibt sogar 1, 2, 3, 4, 5 Schätze. Ich glaube, es wird sich lohnen, die zu holen, anschließend hier zurück und dann das Ritual auslösen. Das ist der Plan. Ab in die nächste Runde. Ja, Lotern. Lotern ist super unter Druck. Hätte ich gar nicht gedacht. War das nicht mal ein Fust? Oh! Ihr seid tatsächlich befeindet. Oh Mann, ich glaube, Lotern gibt bald den Löffel ab, wenn es so weitergeht. Oder nee, Moment. War das Lotern oder waren das
die Leute, die ich gerade rechts bekämpfe. Das müssen die hier sein, oder? Oder ist eine Interventionsstreitmacht? Ich habe so keine Ahnung. So, ihr greift jetzt den Schrein des Kain an, ne? Wisst ihr was? Ihr sollt es haben. 4 Spaß. Besser kann das gar nicht laufen. Da werden sich wahrscheinlich auch die Hochelfen bis in die Zähne an dieser Armee ausbeißen. Mit einem Stack kriegen die nicht kaputt. Das Einzige, was mir jetzt so richtig Probleme bereiten könnte, wäre, wenn mir die Zwerge in den Rücken fallen. Aber ich hoffe, sie tun es nicht. Gut, der ist verloren, aber ansonsten sieht's gut aus. Okay, nächste Runde, beziehungsweise nächste 2 Runde erobern wir den Turm der Sterne. Dann gehört uns diese ganze Gegend. Müssen wir nur noch die hier platt machen. Aber das sehen wir alles in der nächsten Episode. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.